Hallo zusammen, herzlich willkommen hier wieder bei abilab.de. Heute wieder mit Physik und ich habe etwas mitgebracht, hier ein Experiment, das Phasenstrahlrohr. Und wir werden uns mal anschauen, wie dieser Versuch eigentlich aufgebaut ist erstmal. Also was ihr hier sehen könnt, dieses seltsame runde Ding hier, das sind Spulen. Ja? Und zwar gibt es dann zwei Stück davon, eine hier vorne und eine weiter hinten. Und die sind parallel zueinander aufgebaut. Nun, was passiert jetzt? Wir werden Strom nachher hier durch diese Spulen durchschicken und dadurch Induktion erzeugen in der Spule. Und diese Induktion in der Spule wiederum erzeugt ein Magnetfeld. Das machen beide Spulen. Und die Magnetfeldlinien werden sich so anordnen mit diesen beiden Spulen, dass wir innerhalb dieses beiden Spulenpaares parallele Feldlinien haben. Ja? Das heißt, wir haben drinnen ein parallel laufendes Feld und das nennt der Physiker homogenes Feld. Wenn wir es jetzt aufmalen würden, jetzt auf einer Skizze, dann würden wir es jetzt hier so sagen, ja, diese Kreuze sind quasi die Enden von einem Pfeil, denn diese Magnetfeldlinien würden jetzt in diesem Beispiel zum Beispiel in die Tafel hineingehen. Und das würde bedeuten, wir müssten es so aufzeichnen, also Kreise mit kleinen Kreuzen drin für die Pfeilenden. Wenn ihr Magnetfeldlinien aus Tafel rauszeichnen wollt, müsst ihr einen Kreis machen mit einem Punkt, aber das ist in diesem Fall jetzt mal hier nicht so. So, das ist immer unser Feld sein, das durch diese beiden Spulen erzeugt wird. Dann haben wir noch hier einen großen Glas, Glaskugel in diesem Gebäude, in diesem Gebilde hier drin. Und innerhalb dieser Glaskugel befindet sich ein Gas, nämlich in diesem Fall Neongas. Und das brauchen wir später noch, denn wir werden hier mit einer Elektronenkanone, die könnt ihr auch vielleicht schon sehen hier drin in dem Glas, damit werden wir gleich Elektronen herausschießen und die sollen dann dieses Gas quasi entzünden. Also das heißt, sie sollen das Gas ionisieren und bei dem Ionisierungsprozess und bei dem Abklingen der Ionisation, da wird dann ein Leuchten entstehen und wir werden dann hier eine Leuchtspur erkennen können. So viel dazu. Okay, gucken wir uns jetzt mal diese Kanone an genauer. Das sieht jetzt folgendermaßen aus. Wir haben einmal eine Glühwendel am Boden, das heißt, hier leuchtet einfach nur ein Draht und wenn ein Draht leuchtet, dann heißt es, dass dort automatisch eine Elektronenwolke sich um diesen Draht bildet, jetzt mal hier in Rot dargestellt und Elektronen sind bekanntlich negativ geladen. So. Und wir müssen jetzt versuchen, irgendwie diese Elektronen jetzt irgendwie von dieser Wendel wegzuziehen. Das machen wir, indem wir für die Elektronen ein attraktives Feld erzeugen. Das heißt, wir werden jetzt hier eine Art Anodenring, also einen positiv geladenen Ring aufbauen und dieser Anodenring, der wird dann dafür sorgen, wenn wir jetzt hier positiv aufladen, dass die Elektronen dorthin quasi gesaugt werden. Und bei dieser Elektronenkanone ist es so gemacht, der ist auch noch ein bisschen pubisch geformt, so verjüngt nach oben, dass wir dort quasi eine Art Kanal haben, einen Trichter haben, wo wir dann die Elektronen durchschießen. Das heißt, wenn ein Elektron sich jetzt hier loslöst, dann wird es eine Beschleunigung erfahren und wird nach oben geschossen. Und hier weiter hier oben sehen wir jetzt noch zwei kleine Plättchen. Und diese beiden Plättchen sind nochmal Kondensatoren, die auch wieder positiv und negativ aufgeladen werden. So zum Beispiel oder auch andersrum. Und was passiert nun in einem solchen Kondensator? Nun, das schauen wir uns nochmal alles genau an. Also wir haben dort, hier müssen wir jetzt mal so quer aufmalen, wir haben jetzt hier ein elektrisches Feld drinne, ein E-Feld und wenn ein Elektron in ein E-Feld kommt, dann wird das Elektron in diesem Feld beschleunigt und dadurch gibt sich eine typische Parabelform für das Elektron. Ja, also hier ist das Elektron dann her. Das heißt, es wird abgelenkt und beschleunigt. Das ist für ein elektrisches Feld wichtig. In einem magnetischen Feld, wie wir es jetzt hier sehen haben, da ist das nicht so weit. In einem elektrischen Feld haben wir hier nur die elektrische Kraft, die wirkt. Aber was wirkt ein Magnetfeld? Magnetfelder sind konservative Kraftfelder. Das heißt, was sie tun ist, sie leisten keine Arbeit, aber sie lenken ab. Und das wisst ihr schon aus den Handregeln, linke und rechte Handregel. Wie war das gleich nochmal? Es gab eine Kraft, die Lorentzkraft, und die wiederum steht senkrecht zur Stromrichtung und zur magnetischen Feldlinie. Und das heißt in diesem Fall jetzt hier zum Beispiel, mach es mit der linken Hand. Ja? Ich mache jetzt hier ein F, ein B-Feld und ein I für den Strom. Das heißt in diesem Fall, die Elektronen flitzen jetzt unser Magnetfeld hier rein. Das heißt, hier also nochmal F, das ist die Lorentzkraft.
Das ist das B, hier die magnetische Feldrichtung. Das heißt, in diesem Fall würde jetzt hier reingehen, die Pistole. Ja. Und die Elektronen fließen nach oben ab. Und ihr seht, die Lorentzkraft, das ist unser Mittelfinger in diesem Fall, jetzt in der linken Hand, die sorgt dafür, dass wir gleichmäßig gedreht werden quasi. Also die Kraft wirkt also auf das Elektron. Wenn wir es jetzt hier reinmalen würden, so. Da ist es schon. Und es wird also gedreht und dadurch erhalten wir hier eine richtige, perfekte Kreisform in diesem homogenen Magnetfeld. Also der Unterschied: in einem Magnetfeld erzeugen wir eine Kreisform, in einem elektrischen Feld eine Parabelform. Das ist ein wichtiger Unterschied und der nichts anderes aussagt, dass in einem E-Feld Elektronen beschleunigt werden und noch mit Energie versorgt werden, also sie werden nochmal beschleunigt. Und in einem Magnetfeld werden sie lediglich abgelenkt. Allerdings erzeugen Magnetfelder keine weitere Energie auf das Elektron und damit leisten sie dann keine Arbeit. Also das Magnetfeld leistet dann keine Arbeit an den Elektronen. Wir haben also einfach nur einen Elektronenring. So weit, so gut. Und wofür braucht man jetzt diesen Versuch? Mit dem Versuch kann man das Verhältnis zwischen der elektrischen Ladung und der Masse eines Elektrons bestimmen. Deswegen sagt man auch gerne den E durch M-Versuch. Und wie das geht, das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Dafür ist es wichtig, dass wir uns erstmal ein paar Sachen gleichsetzen. Und zwar hier bei diesem Versuch hier haben wir zwei unterschiedliche Arten von Energien auf das Elektron gewirkt. Schauen wir uns das nochmal an. Die erste Energie, die wir hier wirken lassen, ist eine elektrische Energie, die nennen wir jetzt einfach mal E-elektrisch. Und ich werde jetzt mal ganz kurz hier einmal wischen, dass wir ein bisschen Platz haben. Und die andere Energie, die das Elektron erfährt, ist die kinetische Energie, E-kinetisch. Das heißt, wenn ich das jetzt hier mal so aufmale, dann haben wir einmal E-elektrisch, bestehend aus der Ladung, das ist in diesem Fall unser E, und der anliegenden Spannung, die wir hier zwischen angelegt haben, und das wäre unser U. Und wir haben eine kinetische Energie, und die kinetische Energie ist immer gleich, kennt ihr schon aus der Mechanik vielleicht noch raus, das ist immer ein halb m, in diesem Fall ist das Masse des Elektrons, mal v Quadrat. So, und wir können jetzt diese beiden Energien gleichsetzen, denn diese beiden Energien gelten ja für das Elektron. Einmal wird es beschleunigt daraus, ja, hat eine Energie, ist elektrische Energie, und wird nachher dann in kinetische Energie, eine Bewegungsenergie, umgewandelt in einen Kreis. Also das heißt, wir können sagen, E elektrisch ist gleich E kin, und daraus ergibt sich, dass E mal U gleich ein halb ME V Quadrat ist. Wenn wir jetzt schon mal so weit sind, dann können wir das Ganze jetzt mal so ein bisschen aufdröseln. Das heißt, wir machen es jetzt in diesem Fall jetzt einfach mal so, dass wir das M auf die andere Seite tun. Das heißt, wir teilen durch M, also E durch M haben wir jetzt hier schon mal stehen. Und das U, das stellen wir auf die andere Seite. Und dann haben wir dort stehen ein halb V Quadrat durch U. Das Problem ist jetzt nur bei dieser Gleichung jetzt hier, wir haben noch keine Ahnung, was eigentlich das V ist und das werden wir jetzt im nächsten Schritt uns näher anschauen.